Ich finde es wunderschön, dass du mir jetzt zuhörst. Rainer, hallo. Ja. Claudia. Das war die schwierigste Begrüßung, die ich jemals hatte. Warum findest du es schön, dass ich dir zuhöre? Warum war das dein Einstieg? Weil ich dich unglaublich sympathisch finde und weil du Interesse hast. Für alle, die jetzt sich fragen, wer ist dieser Mann, der neben mir sitzt? Rainer Bocker ist eine Kultfigur aus Stuttgart. Dir gehört dieses wunderschöne Galau, in dem wir sitzen, in der Tübinger Straße. Vielleicht kannst du einmal so einen Rundumschlag machen, Patrick, dass wir das mal sehen. Hier kann man essen, trinken, hier kann man viel erleben. Und vor allen Dingen, du bietest Künstlern einen Raum, um hier aufzutreten. Darüber reden wir aber gleich noch. Ich würde vorher gerne wissen, kann man sagen, dass du Menschen liebst? Das ist die schwierigste Frage meines Lebens, glaube ich, jetzt gerade. Aber du gibst so viel für Menschen. Ja, ich mache mir auch keine Gedanken drüber. Es muss so sein. Und das lieben Menschen, also ich habe ziemlich starke Grenzen, wo ich sage, so viel gebe ich und so viel nicht mehr. Ich lasse gerne Menschen an meinem Weg teilhaben, mitgehen. Aber das heißt, du brauchst Menschen, um überhaupt das tun zu können, was du tust, oder? Auf jeden Fall. Alleine könnte ich gar nichts machen, wäre ich nichts. Du bist auf der Alp aufgewachsen, ja. Ganz klein und familiär, ja. Bist dann irgendwann ins große Stuttgart gekommen. Ja, damals war es noch groß, ja. Jetzt ist es für dich mittlerweile klein. Ist ein Dorf, Gottes Willen, es war nicht Dorf. Und hast dann irgendwann gesagt so, ich mach das jetzt. Das ist alles durch einen Zufall passiert? Ja, habe nie gedacht, dass ich in eine Bar habe, war nie geplant, dass ich hier in diesem Ort in Galau, das war nie geplant, das haben andere Freunde aufgemacht. Das ist entstanden. Und findest du, dass es jetzt ein schöner Plan ist, der passiert ist? Es ist der schönste Plan meiner Geschichte. Also ich, seit 9 Jahren fühle ich mich wohl, bin kaum noch krank geworden, fühle mich viel zu Hause und habe tolle Menschen an meiner Seite, um mich herum, die mit mir arbeiten, die hier auftreten, die hier sind, das ist wie zu Hause. Leben und Arbeiten ist eins. Das ist für mich eins. Was dich sonst noch so antreibt in deinem Leben, darüber reden wir gleich. Wir schalten jetzt ganz kurz in einen anderen Beitrag. Magst Perfekt. Du die Musikrichtung Swing? Oh ja, ich mag es sehr gerne. Ja? Kennst du das Pasadena Roof Orchester? Nein, kenn ich nicht. Die machen so den Swing der 20er und 30er Jahre und waren in Stuttgart zu Gast. Wow. Und wir haben sie besucht. Perfekt. Geschichte von Pasadena Roof Orchestra. 1969, also gegründet von John Arthie. Er war damals also Backmeister und er hat eine Entdeckung in einem Dachboden in Manchester. Hatte er 1500 Originalarrangements aus den 20er und 30er Jahren gefunden und die waren echt also Arrangements. Wir spielen immer noch, nicht alle, aber wir haben auch in der Zwischenzeit neue Arrangements bekommen. Aber das war das Grundstein, kann man sagen. Das war eine große Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg und dann die Finanzkrise und alles Mögliche. Ne? Ich finde, das hat schon künstlerische Leistung damals war entsprechend hoch. Die gute Laune auf der Bühne muss rüberkommen und ich hoffe, dass man spürt, dass das echt ist. Also da gibt es diese Schulfreunde, also Atmosphäre manchmal, ne, wenn ich irgendwas falsch aussprechen oder so. Sie sind ziemlich schnell, mich zu kritisieren oder in eine nette Art, ne, aber immer. Und das gehört dazu, wie gesagt, also die Humor finde ich sehr wichtig. What else can I do again? I keep on repeating again and again. I love you, I love you. I still recall the thrill. I guess I always will. I hope we'll never depart.
es war wirklich eine tolle Veranstaltung, weil du bist auch mit guter Laune rausgekommen. Weißt du, du hast die ganze Zeit mitgeswingt und du hast so gemerkt, die geben alle Herz. Also das war toll. Schön. Kann ich nur empfehlen. Ja. Rainer, ich habe mir überlegt, das Galao, haben wir gerade drüber gesprochen, ist so deine Herzenssache. Natürlich verdienst du damit dein Geld auch, das muss man ganz klar sagen. Aber was treibt dich an, das zu tun, was du tust? Warum bietest du Menschen einen Ort, um sich zu treffen, um hier Musik zu machen, um Kaffee zu trinken, um lecker zu essen? Wirklich fantastisch. Ich glaube, dass die Suche nach Gemeinschaft mit Menschen etwas schaffen, nicht nur gemeinsam weggehen und den Moment erleben, sondern gemeinsam was realisieren, ein Stück Realität in diese Welt zu bringen und das zu erleben gemeinsam. Möchtest du das machen, bis du von dieser Erde gehst, das Galao? Ich glaube, ich bin mit 80 immer noch hier. Schön. Und du hast ja nicht nur das Galao, du bewegst auch noch sonst ganz viel in Stuttgart. Was das ist, darüber reden wir gleich. Wir müssen ganz kurz in die Werbung schalten. Alles klar. Wir sind gleich wieder da. Heute ist zu Gast bei uns Rainer Bocker. Wenn man dich vorstellt, was sagt man denn, was du bist? Kultfigur in Stuttgart, wäre das in Ordnung für also dich? Also das höre ich natürlich überhaupt nicht gerne. Warum das ist ja furchtbar. Nicht? Aber es ist meine, weil das so. Ist so eine heraushebende Stellung. Wie würdest du sonst dich gerne hören? Was Rainer. Du? Nur der Rainer aus ja. Stuttgart? Naja, nee, nicht nur der Rainer. Ich bin nicht nur ein Privatmensch. Also so jemand, der mit Herz seine Sachen durchführt, der liebend gern Musiker um sich herum hat und Leute, die das Herz am rechten Fleck haben, das ist ganz wichtig. Aber das spürt man bei dir auch, gell? Du bist so, also wenn man Rainer kennenlernt, kommt man hier hin und du bist gleich so, man wird gleich umarmt, bildlich. Also ohne, dass du es tust, hat man so das Gefühl, hier ist ganz viel Wärme und du strahlst ganz viel Wärme aus. Ja, weil ich es auch bekomme, ja. Also klar. Ich finde, das macht auch das Leben aus, dass du das geben kannst, was du geben willst. Und ich finde, du gibst sehr viel, nicht nur menschlich, und du gibst auch kulturell sehr viel. Du veranstaltest das Marienplatzfest. Gott sei Dank. Du machst diesen eigentlich tristen, auf den ersten Blick tristen Ort zu einem Highlight in Stuttgart. Siehst du das auch so? Ja, sehe ich auch so. Ich bin auch ganz glücklich drüber. Das ist deswegen, nehme ich oft Orte, die vielleicht trist wirken, weil das eben die Möglichkeit beinhaltet. Es hat noch nicht so, es ist nicht besetzt durch Leben, durch andere Menschen. Also du hast noch die Freiheit, noch was zu machen. Du warst am Marienplatz damals, vor 6 Jahren, wo wir Marienplatz begonnen haben. Und wo, ja, wir haben es hier begonnen, vom Galao aus. Und zwar so die Idee, die Musiker, die hier spielen, auf noch einen größeren Platz zu bringen, weil das ist ja auch hier ohne Eintritt, damit alle die Musik hören, die man sonst nirgends hört und nirgends sieht und das mir im Herzen liegt, weil das unglaublich Spaß macht, was zu realisieren, wo dann andere teilhaben können. Also und deswegen bin ich so glücklich, weil ich einfach das, was ich tue, ja, das hat direkte Auswirkungen auf mich, auf die Mitarbeiter, auf die Gäste, auf die Kultur, die herkommt und es wächst und es ist eine Gemeinschaft und das hat auch Auswirkungen auf den Stadtteil, auf die Straße. Ja. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich einen schönen Übergang zu meinem nächsten Beitrag machen soll. Ich mache ihn einfach. Ja. Wir waren, haben ja vorhin über Swing gesprochen. Mhm. Und dann habe ich mich mal umgehört und habe überlegt, gibt es denn eigentlich eine mehr von Swing in Stuttgart? Und es gibt wirklich tatsächlich eine eigene Swing-Kultur, das wusste ich auch nicht. Mhm. Und da waren wir auf einer ganz tollen Veranstaltung und dann schauen wir mal. Die Cabaret Night ist eine Institution von uns, wo einfach jeder, der was Tolles drauf hat, der sich mal präsentieren möchte, die Gelegenheit bekommt, das zu tun auf der Bühne. Es sollte was mit Swing zu tun haben, muss aber nicht. Der Rahmen, es ist Swing, aber es ist auch ganz durchmischt. Wir sind Swingkultur, wir sind ein Verein. Uns gibt es jetzt seit mittlerweile 13 Jahren. Wir machen das Ganze ehrenamtlich, um halt diese Swingkultur am Leben zu halten. Also uns geht zum einen natürlich um den Tanz, aber auch um die Musik und um den Style und die Kultur, alles was dahinter steckt. Das Tolle an der Veranstaltung ist, dass Stuttgart einfach so eine tolle Tanzszene hat. Also es kommen sowas für nette Leute hier zusammen und mischen sich durcheinander und sprechen diese tolle Sprache Tanz, Swingtanz. Und es macht einfach Freude und Spaß. Es ist einfach lebendig und fröhlich und schön und es ist eigentlich gut, ja. Dass man einmal natürlich dieses Kabarettteil hat, mit wo man unterhalten wird,
aber dann selbst auch ein bisschen mitmachen darf durch das Tanzen eben noch. Schon am Ende unserer Sendung. Man kann mit dir ja wirklich, glaube ich, Stunden plaudern. Man würde sehr bereichert werden. Und ich habe eine kleine Tradition, wie ich meine Sendung beende, mit Veranstaltungstipps. Einen gebe ich, einen gibst du. Du darfst anfangen. Was ist los? Weiß ich nicht. Ich gehe nirgends hin. Weil du so viel arbeitest. Weil ich ja nur noch meine Scheuklappen auf habe. Ich habe keinen Ort keinen Plan, wo andere hingehen müssen oder sollten. Das ist auch gar kein Problem. Okay. Weil ich habe einen kleinen Plan. Ah, perfekt. Dann sage ich jetzt kurz mal, was hast du was irgendwas mit? Ich komme gleich mit. Was? Das glaube ich, ja, ich würde einschätzen dich als Typ. Nein, es geht um Fasnacht. Das ist Fasnacht? Dann, nee. Siehst du, da bist du raus, gell? Falls ihr aber Lust haben, Fasnacht am 13. Das ist der Dienstag nächste Woche, ist hier der große Fasnachtsumzug in Stuttgart. Da kann man mal vorbeischauen, wenn man ein bisschen Hela und Alak haben möchte. Rainer. Super, Claudia. Es war ein Fest. Vielen, vielen Dank, dass du kurz deine Seele und deine Tür für uns geöffnet hast und wir ein bisschen mit dir plaudern dürfen. Wir wünschen dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Galau, mit allem, was du tust. Hast du noch Pläne, von denen wir nichts wissen? Nee, die weiß ich selber noch nicht. Aber wir werden sie bestimmt mitkriegen. Auf jeden Fall. Und ich wünsche dir alles erdenklich Gute für die Zukunft. Danke, vielen Dank. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Mir auch, danke. Und Ihnen natürlich noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.